muss von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Alles klar. Kontrollpunkt neu laden. Also ich glaube, das müsste jetzt passen. Von der Lautstärke her. Von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Vielleicht flussaufwärts. Wo ist hier überhaupt ein Fluss? Es ist doch ein Meer. Ich muss mich kurz orientieren. Ich hatte eine Pause. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas traurig, weil ich glaube nämlich... Also erstmal herzlich willkommen zurück. Oder schön, dass ihr noch da seid, wie auch immer. Dem ist kalt. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich glaube nämlich, dass das Spiel bald vorbei ist, weil das war ja jetzt die Anfangsszene und das macht mir ein bisschen Angst, dass ich eventuell bald durch bin. Jetzt weiß ich aber, dass ich glaube im dritten Teil, das mit diesem Waggon, wo man da so abscheißt mit dem und dann hochkrabbeln muss, das war dann, die Szene hat man ja storymäßig auch eingeholt und dann war man aber noch nicht am Ende, sondern es kam noch 4-5 Kapitel. Okay, ich muss kurz... Sam! Sam! Mein Mikrofon... mein Headset wieder mal. Oh Leute, ich brauche ein neues Headset. Er spackt so ab. Das hat einen Wackelkontakt und keine Ahnung was alles. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das beobachtet mich nachts beim Schlafen. Das müsst ihr jetzt auch nicht verstehen. Ich verstehe es selber nicht, aber egal. Sam, wo bist denn du? Ui, ist das ein das war jetzt gerade wie ein Tornado. Sam, wo bist du? Ja, wo ist er denn bloß? Kann das sein, dass das erste Mal in dem Spiel ist, wo ich wirklich allein unterwegs bin? Naja, aber bei dem Downy-Bruder wundert mich das gar nicht, dass ich da den die ganze Zeit suchen muss. Mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Ach, du bist ein Witzbold. Und deine Frau... Das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Nein, Wahnsinn ist nach Definition etwas, das man immer wieder macht, ohne dass sich dabei das Resultat ändert. Das ist die Definition von Wahnsinn. Mir geht's gut. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Und das sage ich mir auch immer, wenn ich auf dem Klo bin. Heilige Scheiße, Alter. Was zur Hölle mit diesem Ort? Und das macht ja eigentlich alles nur für so einen 400-Millionen-Schatz. Also für Peanuts. Ich meine, 400 Millionen, komm schon, Leute, das... Das zauber ich euch mal so hier per YouTube aus der Tasche. Ja, rutsch halt nicht ab, Alter. Da, nimm doch deine Hand. Dahin. Und jetzt dahin. Also er kann nicht hupfen, er rutscht ab. Finde ich tatsächlich so wie jetzt gerade. Drücken Sie L, um vom Griff... Achso, ja, das kommt aber spät, der Hinweis, jetzt mal ehrlich. Also das hätte ja mal am Anfang... sagen können. Ich habe vorhin Chips gegessen und irgendwie
sagt mein Magen, bäh. Ja, ich will eigentlich dahin, da unten hin. Kollege. Ja, oder so. Was auch im... Ah, das war so klar. Ja, so klar, dass er abstürzt. Jetzt, sag, komm. Komm. Ah, wie unangenehm. Heilige Scheiße. Oje, Feierabend. Haha, geile Grafik. Magna, Sam. Das hat er einfach so erraten, oder was? Komm schon. Wo steckst du? Das kann auch jemand anderes sein. Mist. Bin mir sicher, dass der Sam nicht der Einzige ist, der Morsezeichen kann. Seltsamer Berg. Seltsamer Berg. Oh ja, das. Ich komme zu dir. Sieht ein bisschen aus wie. Wie Ding Numemon aus Digimon. Bloß mit Zähnen. Also, wer es kennt, versteht, was ich meine. Wenn er also so in Angriffsposition. Numemon, ist grün. Und ein Haufen Abfall. Digimon World hat man bekommen, wenn man sich nicht um sein Digimon gekümmert hat. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hoppa! High Jumper nennt sich das. Aus der Welt des Wrestling. Aus der Wrestling-Game-Welt. Hat man sowas High Jumper genannt. Ja. Gott. Ich find's immer ein bisschen komisch, dass so. Viele Varianten zur Verfügung stehen, wie ich etwas hochklettern kann. Hat da gerade was geblinkt? Nee. Und dann auf einmal gar nichts mehr. wie merkwürdig. Muss ich denn jetzt schon wieder hin? Das sieht sehr verdächtig aus. Nein? Darf ich dich nicht benutzen, oder? Achso, ich muss wohl da hinten hoch. Oder wie ist da der Plan? Das... Aber warum komme ich dann hier hoch? Hä, da ist auch eins. Das verstehe ich jetzt nicht. Was? Ah, das geht daneben! Ciao, Pfirti! Aua! Das war jetzt wohl nicht so ganz richtig, wa? Also, ein Moment. Warum ist es hier? Um hier hinzukommen, oder? Und dann dahin und dahin. Dann mal hoch. Darüber irgendwie so und nach oben so irgendwie. Oh shit! Appa! Alter! Lass das doch mal. Wie oft machen die denn das noch? Das ist einfach
männliche Lara Croft, der überlebt einfach alles. Ich hätte ja längst aufgegeben. Ich hätte gesagt, fickt euch, meine ich. Oh, ein Boot. Zwei Boote. Drei Bootes. Brave. Verdammt. Pass auf dich aus. Vier Bootes. Ach, du hast doch was zu bedeuten. Erzähl mir doch nichts. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das richtig ist, was ich da gerade mache. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil eigentlich... Aber doch, das wird schon richtig sein. Das sieht sehr gut aus. Habe ich eine Waffe? Nein. Wohin jetzt? Na, vermutlich darüber, ha? Die Säule kann man hoch, aber ob das was bringt... Ich schau mal da raus, was da so abgeht. Schön, wie jetzt die Sonne wieder rauskommt, langsam. Sieht aus, als wäre hier gar nichts. Dann werde ich vermutlich da oben müssen. Oh, hier geht's auch noch. Vorsichtig, mein Freund. Ist da was zum Grabbeln? Nee, aber hier kann's. Oder auch nicht. Komm. Hoppa. Da wahrscheinlich nicht hin, aber hier. Sehr beruhigend. No quarter for thieves. Keine Gnade mit Dieben. Muss ich da runterrutschen? Oh. Hups. Ja, das war wohl nicht richtig. Ah, darüber vielleicht, hä? Ah, das sieht schon besser aus. Schatz! Bumm! Ein Fernglas. Fernrohr trifft's wohl eher. Hier ist noch irgendwas. Aha. Okay. Keine Ahnung. Ist einfach da. Ach, ein Ausgang. Schön. Hier wäre vorbeigekommen. Groß, schlaksig. Mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Wen könnte er nur meinen? Hallo? Was bist du? Pech, ja? Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitungen zum Verlassen der Höhlen trafen. Da unsere Mannschaft und Essensvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und vor bla bla bla. Die Zeichnung da ist cool.
Hat er echt, der kann gut zeichnen, das muss man ihm lassen. Arme Schweine. Jetzt, wenn er mir noch erklärt, wie ich da hochkomme, bin ich fast glücklich. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Da spricht der Profi, hä? Achso, drücken wäre nicht schlecht. Den brauchst du bestimmt nicht. Sie haben den Kletterhaken aufgenommen. Reifen und die... Aha. Hey, cool. Das geht. Ja, Glückwunsch, ja. Und jetzt? Ach so. Ich muss da immer so step by step forward. Und dann... Ah, Nathan, Alter, mach keine Scheiße hier. Assa. Und jetzt darüber und da hoch und so. Und dann machen wir da so. Und hier hin. Und jetzt da. Oh. Ah, das geht auch. Siehst du mal, mit Hupfen. Und dann check it out, man. Voll geil. Heilige Scheiße, muss ich jetzt da hoch? Puh. Das war haarscharf. Scharf. Gut. Da ist wieder was zum Grabbeln. Muss ich da hinhupfen? Hupf! Oh, Scheiße! Was geht denn mit dem ab? Hey, hey, worauf schießt du? Ich hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Der Dschungelmann, da bewegt sich alles. Okay, Leute, geh. Falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Och, geh halt dann einfach darüber, komm. Also das ist wohl hohes Gras. Ja, was habe ich denn? Ach, ich habe überhaupt keine Waffe. Jetzt kommt's mal gerade. Was ist denn das für ein Ziel, wollt ihr gerade sagen? Ist ja überhaupt kein Fadenkreuz, aber das gibt's ja sowieso nicht in dem Spiel. Kein richtiges, zumindest, wie man es von früher kennt. Ah, das war nicht so cool. Weg mit dir! Kaplam! Oh, Ficker! Ficker! Oh, er hat sich gewehrt. Okay, da kommt der Nächste. Aber ich weiß jetzt nicht, da komme ich nicht schnell genug rüber. Ah, Stein im Weg. Kommt der her? Na du? Süßer Bazi-Bub. Nein, jetzt geht er wieder. So, meine erste Waffe, die könnte mir jetzt gleich nützlich werden. Zack. Hab ich. Gut, der geht da wohl nochmal hin, deswegen werde ich dich hier gleich nochmal erwarten, mein lieber Mr. Tunichgut. Uah, das war knapp. Armee, der hätte schon noch weitergehen können jetzt. Ach, verarschst du mich?
So. Wieder einer weg. Da ist auch einer. Aber da war doch... Ah ja, da hinten ist noch einer. Ba, 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 ba. Da ist auch einer, habe ich schon gesehen. Oh. Kann mich daran sogar erinnern. Ich glaube, das hat man im Trailer auch mal gesehen, die Szene. Hast du Insektenspray? Ja, noch einen Rest. Diese Moskitos. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin. Schätze im Wert von Millionen, darum geht's. Die Ratenschätze sind was für Kinder. Ach, da! Wenn wir weiter Märchen nachmachen, gehen wir noch alle drauf. Den nehme ich natürlich mit. Der bleibt nicht am Leben. Komme ich da rüber, wenn ich springe? Eigentlich schon, gell? Der geht. Der hier auch. Da ist auch noch einer unten. Den habe ich gar nicht mitbekommen, dass da noch einer rumrennt. Mit seiner ganzen fetten Wampe ist er da einfach drauf. Hat den einfach klamaukst. Gut. Im Vergleich zu den anderen Teilen finde ich das echt gut gemacht. In den anderen Teilen konnte man nicht so viel schleichen. Also es ging zwar, aber es gab ja kein hohes Gras oder so, wenn ich mich recht erinnere. Also da war man dann schon eingeschränkt. So, das ist der nächste, der drauf gehen wird. Ziemliche Sicherheit. Da ist auch noch einer. Da auch. Oh, das sind einige diesmal, die man da eliminieren muss. Puh. Das war knapp. Wo ist jetzt der andere dahin? Da ist auch noch einer. Da. Da bist du, hab dich. So, den da, das war jetzt haarscharf, da hätten sie mich jetzt fast erwischt. Da ist kaum schwierig. Klar, ich könnte jetzt dann darüber. Oder ich falle einfach in die Tiefe, weil das ist das, was ich am besten kann. Uhu! Ah, Mann, wie blöd. So, der ist kaputt, oder? Ja. Das finde ich schön, dass er das speichert. Dass ich nicht alles fünfmal machen muss. Okay, also da komme ich schon mal nicht rüber. Oh, wie gewagt! Gewagt! No risk, no fun. Das ist mein Motto. Gut, schauen wir mal. Den darf ich eigentlich nicht offen liegen lassen. Und lasse ich ihn offen liegen, dann sieht ihn ja genau schon der da oben. Deswegen muss ich ihn eigentlich im Gras eliminieren. Aber es sieht so aus. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Was passiert jetzt? Kommen ja hier nicht rüber, glaube ich. Oder? Was auch immer es war, es ist weg. Den habe ich noch nicht im Visier. So. Der da wird als nächstes sterben. Das hat er mir ins Ohr geflüstert. Den interessiert es gar nicht, dass da ein Toter ist.
Lalalala. Hoppala. Ja, aber die kommen hier ja nicht rüber. Das ist euer Problem. Da ist auch noch einer. Mann, das sind aber viele. Also, ich muss mich wohl darüber schwingen. Was guckt denn der da so blöd? Geht der weg? Oder guckt der weiterhin blöd? Geil, Alter. Einfach mitgenommen. Ich habe nicht mehr was gemacht. Das hat er komplett von alleine initiiert. Dieses Attentat. Attentat der Liebe. So, jetzt da hoch. Da war doch auch noch einer. Du bist nämlich jetzt noch ein Opfer meiner Liebe. Komm, lass Papi dir deine Liebe zeigen. Meine, nicht deine. Was auch immer. Halt die Fresse! Manchmal bin ich Shizu. Oder geh einfach ganz weit weg, was du vorhin nicht gemacht hast. Natürlich, weil das ist genau geil, so wie ich es wollte. Da kommt er wieder. Da ist er ja. Die Malibu Stacy Puppe. Komm. Achso, du gehst gar nicht bis an die Klippe. Das ist ja scheiße. Dann. So. Ist da irgendwas zum Verstecken? Nope. Das ist schlecht. Da ist einer. Wow. Das ist immer faszinierend, oder? Wie man auf einmal nochmal Gegner entdeckt, die man vorher nie gesehen hat. Das fasziniert mich hier jedes Mal aufs Neue. Da auch. Ey, das sind echt viele, ja. Leck mich am Arsch. Ich muss sie alle töten. Oh, das wird aber jetzt schwieriger. Da ist ja überhaupt nichts mehr zum Verstecken. Bist du irre? Okay, der geht an die Klippe, der da hinten auch. Aber die sehen sie gegenseitig, das ist natürlich scheiße. Und, oh, jetzt dachte ich schon, wollte gerade sagen, und wieder extrem runterfallen. Das ist ja das, was ich am besten kann, runterfallen. Keine Sorge, mach ich. Mann, das heißt. Und wenn man bedenkt, wer redet da? Na, groß. Na, der geht weg. Jawohl. Damit bist du Frischfleisch. Und weg. Der hat aber einen langen Flug vor sich gehabt jetzt. So. Da ist auch einer oben, den. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem da hinten, ob das hinhaut. Gefährlich, gefährlich, aber es ist ein Versuch wert. Willst du mich verarschen? Oh! Hey, hab
hab ihn gefunden! Okay. Sag Bescheid, wenn du was findest. Jetzt mal abwarten. Oh, da kommt schon ein. Aber der sieht mich nicht. Ha! Das funktioniert also doch. Nichts. Überhaupt nichts. Oh! Eure Mama, Alter. Oh, das hätte jetzt auch mächtig ins Auge gehen können. Aber jetzt sind sie alarmiert. Das ist scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wie sie sich verhalten werden. Alles klar. Ich muss aber noch rausfinden, wo der Sniperschütze ist. War er das oder ist das irgendeiner? So viele Fragen und keine Antworten für mich. Aber ich sehe hier keine Dreiecke rumlaufen, außer die zwei. Und ein Sniper-Laser, das durchaus der da hinten sein könnte. Nein, der ist da oben irgendwo. Zack, hab ihn. Sehr schön. Da ist auch einer. Jetzt haben sie Verstärkung geholt, oder? Jetzt sind es wieder so viele. Das machen sie ja gerne mal, wenn sie mich entdecken, dass sie dann Verstärkung holen. Aber es scheint sich wieder beruhigt zu haben. Das bedeutet, ich hupf da jetzt wieder rüber. Schauen wir jetzt mal die Lage von dieser Seite aus an. Schauen wir mal, was hier so geht. Ist da unten jemand? Okay, also. Ich find dich schon. Ah. Moment mal. Halt's Maul, Alter. Du bist schneller tot, als du Nutella-Brot sagen kannst.